Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video in alter Frische. Und heute gibt es wieder eine Runde Black Ops 3 in alter Frische. Ich habe mich gerade schon eine Runde warm gespielt gegen ein paar Deutsche. Ja, Digga, die Lobby ist, glaube ich, voller Deutschen. Und bin auch Erster geworden mit einem Kill Unterschied in den letzten Sekunden. Das war echt eine knackige Runde. Wir spielen wieder hier die, wie hießen die nochmal? Die PPSH. Aufsetzen habe ich drauf, schnell ziehen und Griff. Oh, Schaft habe ich gerade freigeschaltet. Na komm, wir spielen mal mit Schaft. Just for fun. Ja, Mann. Und viele fragen auch immer, Digga, wie bekommt man diese Tarnung? Es war so ein Vorbestellerbonus. Keine Ahnung, Digga. Diese hier. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, die Juggernaut-Edition brauchtest du oder die Hard Edition. Ich weiß es nicht mehr genau, Digga. So, let's go. Bin auf jeden Fall gespannt, Digga. Die Karte ist auch geil. Gauntlet oder wie die ausgesprochen wird, die ist absolut geil, finde ich. Gerade für frei für alle, macht die gut Spaß. Wird aber eine sehr, 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 sehr spitzige Lobby. Das kann ich euch schon mal verraten. Ich werde auch vielleicht nicht so viel reden, aber ein bisschen schreien. Denn ich werde mich konzentrieren müssen, um hier den Sieg einzufahren. Und darum geht's mir. Ihr wisst ja, frei für alle, Digga, ist mein Ding eigentlich. Kann natürlich auch sein, dass ich hier übelst auf den Sack bekomme. Dann like das Video aber niemals hoch. Ja, moin, man kennt ihn. So. 8, 7, 6, Digga. Jetzt muss ich hier wieder jemanden muten. So, mute, mute. Kein Bock auf Gespräche. So, da spawnt schon einer. So, Digga. Die Waffe macht unheimlich viel Spaß. Wollte ich nur mal kurz anmerken. In manchen Situationen scheißt sie auch ein bisschen rein. Aber prinzipiell ist das ein stabiler Eumel, Digga. So, ich höre keinen Gegner. Ne, hier ist nichts los. Ja, der eine hat schon 3 Kills. Ich habe 1. Schlechte Situation. Aber irgendwie... Ich wollte gerade sagen, ist hier wenig los. Wenigstens bin ich jetzt auf der guten Seite gespawnt. Granate im Anflug. Oh, nö. Granate ist nicht im Anflug. Infanterie neutralisiert. Hier auf der Seite ist nämlich sehr, sehr viel Action immer. Auf entspannt, von hinten geholt, man kennt ihn. Da ist einfach noch einer. Bedrohung Digga. Neutralisiert. Komm schon, komm schon, komm schon. Von hinten zu sterben ist reulich. Scheiße. Hasse ich. Wie die Pest. So, jetzt habe ich ja gerade die Führung, sehe ich gerade. Die möchte ich auch nicht mehr hergeben. Auf der Seite ist aber eigentlich passiv. Weil hier sind... Oh. Ey. Komm schon. Oh, ich bin auch nicht warm gespielt. Mein Aim scheißt in manchen Situationen echt gut rein. Ja, moin. Kinect-Rüstung eingesetzt und man sieht keinen Gegner, das liebe ich. Oder Kinetik-Rüstung, Kinect-Rüstung. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich höre einen. Nein, der läuft weg. Das ist ein gutes Recht. Ich höre ihn. Hinter mir ist einer. Alter. Ey! Volley, du kleiner, dreckiger Eselficker! Mit Shotgun! Das passt mir nicht! Soll die Scheiße! Ey, Mann, du dummes Stück Abfallgesindel! Arschloch! Mit Shotgun! Ey! Ey, er spielt mit Shotgun und Unsichtbarkeit, Scheiße! Mehr Abfall geht nicht, oder? Sagt ehrlich. What the hell? Ja, what the hell, habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, moin, er pre-amp mich einfach richtig weg. Der Niklas hat einfach absolut mein Leben beendet. Wenn er das nochmal macht, kann ich es nicht hochladen. Ja, moin. Ja, wo ist er hier? Ich höre ihn. Er läuft wieder rein. Mann, halt's Maul! Das fuckt hier schon wieder ab, die Lobby, aber ich
Ja, moin, hier ist kein Weg. Ich brauche den Sieg. Mann, Alter. Hey, Wally, du sitzt in der Ecke. Du sitzt in der Ecke. Wie ein Hurensohn. Er sitzt hier. Du, ey, was bist du für ein Untermensch? Was für ein Eselficker bist du? Die kinetische Rüstung ist auch lauter als, keine Ahnung, ey, als ein scheiß Düsenjet. Da höre ich immer nichts. Ja, Wolli hat jetzt gefallen. Digga, 3 Kills Führung. Ey, nee, nee, nee. Ey, von wo? Scheiße. Jetzt bin ich hier wieder an der schlechten Seite. Ach Mann, ey, ich will, das, mir macht's wirklich, also, ihr werdet's mir jetzt nicht glauben, aber ich habe eigentlich Spaß. Hinter mir. Guck mal, ich stehe nur durch diese Spezialisten-Scheiße. Wie viele Tode habe ich jetzt hier? Seraph ausgeschaltet. Ich brauche nicht gucken, weil ich weiß, dass es zu viele sind. Ich sterb nur durch diese scheiß Noob-Scheiße! Mann, Alter! Das hat mich schon damals aufgeregt und das regt mich immer noch auf! Meine Fresse! Wie viele Tode ich durch diese Noob-Scheiß-Serien bekomme! Die fand ich schon damals scheiße und die finde ich immer noch scheiße! Ey, ey, nee, 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 Wolli! So haben wir nicht gewettet, mein Junge! Ha! Du Stück Abfall! Hast du wieder gedacht, machst du den Unsichtbarkeits-31er-Move? So, die Runde... Also, wenn ich sie jetzt noch verliere, seid mir nicht sauer, aber ich... Nee, mit der Waffe auf Entfernung, da machst du nichts. Guck mal, Kinect ist doch noch fair, oder? Digga, das ist eine absolute... Das sind dankbare Gegner! Ne, die meinte ich nicht. Ich meinte den Sniper. Also die Runde, was war da wieder... Nee. Also der eine Shotgun-Wichser. Guck mal, ich sollte gerade wieder, laut Spiel, von dieser Scheiße sterben. Er... Nee. Ist nicht drin. Egal, den nehme ich mit. Hinter mir, juckt mich nicht. Kurz warten. Der kommt nämlich jetzt. Kurz wegkämpfen. Und schon wieder durch die Spezialisten-Serie. Mann, Mann, Mann. Diese unnötigen Tode, Digga. Egal, ein Kill noch, Digga. Ich will nicht wissen, wie viele Tode ich habe. Weil es sind wirklich eindeutig zu viele. Hier wurde ich nochmal als... Nee! Wenn ich die Runde jetzt noch verliere, zerbreche ich Black Ops 3. Der ist hier irgendwo. Mann! Immer von der Scheiße sterbe ich! Diese scheiß Spezialisten-Drecksnoob-Serien! Mann, Alter! Ich hab 20 Tode gefressen. 20! An der Zahl, 20 Stück, Digga. 20 Tode. Und ihr kennt meine Regel. Alles, was über 10 Tode ist, ist schlecht. Junge, 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 ey. Das war eine schlimme Runde. Alter, ich bin ganz außer Haus gerade. Ehrlich, ohne Scheiß jetzt. Ui. So, nochmal hier schnell eine Demütigung rausklöppeln. Hier, komm, gutes Spiel. Zack, zack. Erstmal eine E-Zigarette. Also der Wolli war die Härte, Digga. Darauf brauche ich erstmal nochmal einen Schluck Monster.
Freunde, das waren Emotionen. Schauen wir mal, haben wir noch was für die Waffe freigeschaltet. Die ist nämlich echt heftig auch. Mit Magazinerweiterung. Ich glaube, die hat 60 Schuss. Oder 50, nicht 60 Schuss mit Magazinerweiterung. Ich glaube, ich habe sie aber noch nicht freigeschaltet. Digga, wie lange ist denn da jetzt Blackscreen? Mann. So, schauen wir nochmal schnell. Dann haben wir auch die 10 Minuten voll. Dann kann ich das scheiß Video beenden. Nee, Spaß beiseite. Schauen wir nochmal ganz kurz hier. Nee, nichts freigeschaltet. Ja, moin. Magazinerweiterung ganz weit. Egal, scheiß drauf, Freunde. In dem Sinne würde ich einfach sagen, lass ihn alle frische baumeln. Monte ist on fire. In dem Sinne sage ich wiederschauen und reinhauen. Und nochmal ganz kurz als Randnotiz. Ich habe nochmal ganz geschaut, was der Wolli für ein Landsmann ist. Und was glaubt ihr? Er ist ein Franzose, ein Baguettefresser. So ein Arschgesicht. Nur so eine Leute können so heftig abfacken.